Hulda. Es ging alles so schnell. Sie kamen über uns wie die Teufel. Kaum, dass wir den Schutz der Burg verlassen hatten. Alle sind erschlagen. Sie schleppten mich fort und unseren Sohn in die Sümpfe. Ich konnte ihnen in der Nacht entkommen. Nur vergebt mir. Euer Sohn ist tot. Er hat ihn. Der weiße Sohn des Khan. Dieser verfluchte Bastard! Ich werde ihn eigenhändig in Stücke reißen. Und diesmal hindert mich kein Burgfrieden. Ruf die Ritter! Ruf die Garde! Wir werden die gesamten Sümpfe durchkämmen. Das wisst ihr gar nicht. Ich habe mir den Weg gemerkt. Es gibt einen schmalen Durchgang, der passierbar ist. Den Eingang markiert ein Berg aus Schädeln. Wie viele sind es? Es mögen wohl so an die 50 Mann sein. Mehr nicht. Wir retten noch heute. Ich hol mir meinen Sohn. Persönlich! Da ist das Hölle. Versuchen, den Krieg zu verhindern. Marie, komm endlich! Sie gehen lassen. Ich wollte ihr Blut nicht in meinen Händen haben. Nicht ihres. Sie sind sowieso so gut wie tot. Morgen werden wir reiten. Wir werden sie überrennen. Wir werden sie zermalmen wie das Gras unter den Hufen unserer Pferde. Diese Verräter kommen aus deiner Horde. Deine Schuld. Und deshalb fordere ich das Recht, sie wieder gut zu machen. Mit meinem Leben, das ich dem Feind entgegenwerfen werde in der Schlacht. Als Erster, als euer Anführer. Sie werden erzittern vor unserem Zorn. Ihre Städte werden zu Staub zerfallen unter den Hufen unserer Pferde. Ihre toten Leiber werden das Gras düngen, das unser Vieh nährt. Ihre Frauen und Töchter werden unseren Samen tragen. Ja! Wir werden unser Zeichen an ihren Himmel setzen, auf dass es Blut regne und sie ihn fortspült vom Angesicht der Erde. Ja! 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 Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Sie haben uns nicht verfolgt. Sonst wären wir längst tot. Warum hat er uns gehen lassen? Ach.
Dein Sohn. Michel. Deiner wärst du gestorben durch meine Schuld. Ich hätte nicht gehen dürfen. Ich lasse euch nie wieder los. Aber erstmal müssen wir jetzt durch diesen verfluchten Sumpf. Lass mich vorangehen. Sich sicher im Sumpf. Doch leise, kein Wort. Und folgt genau meiner Spur. Michel von Hohenstein, ihr schlagt euren Waffenbruder! Das war knapp. Was macht ihr hier? Das möchte ich auch gerne wissen. Marie? Hohenstein, habt ihr etwa meinen Sohn? Ihr Teufelskerl! Das ist mein Sohn. Was? Das ist mein Sohn. Und ich bin hier, um ihn und meinen Weib nach Haus zu holen. Er ist mit den Tataren im Bunde. Er und sein verräterischer Tatarenfreund. Wenn es jemand zu misstrauen gilt, dann dieser Frau. Sie hat mich entführt und hat mir mein Kind gestohlen. Sie ist mit den Tataren im Bunde. Sie wollte euch hin in den Sümpfen im Kahn ausliefern. Das reicht! Die Waffen runter, alle! Marie! Gib mir meinen Sohn heraus. Niemals. Hohenstein. Gott ist mein Zeuge. Das ist mein Kind. Ich habe ihn im Kerker der Hettenheim zur Welt gebracht. Und niemand kann ihn mir je wieder nehmen. Sie hat den Verstand verloren über den Verlust ihres Kindes. Und über den Verrat ihres betrügerischen Gemahls. Da bist du über meine Frau zu reden. Bei allem, was ihr ihr angetan hat. Und niemand nennt mich ein Verräter. Ich tue es. Sagt, wo sind die, die mit euch ausgeritten sind? Die Ritter des Königs. Habt ihr sie eigenhändig erschlagen oder habt ihr sie eurem Tatarenfreund überlassen? Hohenstein! Das reicht. Marie, das Kind. Haben alle gesprochen. Und wie es aussieht, steht Wort gegen Wort, Mann gegen Mann und Weib gegen Weib. Lassen wir die Frauen entscheiden, wessen Kind dies ist. Seid ihr bereit, ein Gottesurteil zu akzeptieren? Nun also, vor Gott und allen Heiligen. Ihr nehmt die Beine, ihr die Arme. Wer am stärksten zieht, bekommt das Kind. Was? Na los doch! Was ist? Verlässt dich plötzlich der Mut? Lass ab, ihr bringt ihn noch um. Yeah!
Eine weise Entscheidung, mein König. Ein wahrhaft genialer Schachzug. Marie. Hier. Nimm deinen Sohn. Aber... Ihr hättet gut daran getan, öfter die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen. Hulda. Altes Testament, Buch der Könige, Salomon, Vers 16 bis 28. Nein, das ist lächerlich. Das akzeptiere ich nicht. Da euch offensichtlich so viel an Gerechtigkeit liegt, werdet ihr eben jener Gerechtigkeit zugeführt werden. Ich verurteile euch zum Tode wegen Hochverrats. Das Urteil wird gleich nach unserer Rückkehr öffentlich vollstreckt werden. Bis dahin könnt ihr in euch gehen und über den Sinn der Worte, Loyalität, Liebe und Anstand nachdenken. Ergreift sie. Nein! Rühr mich nicht an! Du richtest mich nicht. Du nicht. Niemand wird mich richten. Niemand. Ohne mich bist du ein Nichts. König noch für einen Tag. Und du, Marie, du hast deinen Sohn, deinen Goldjungen, auch nur für diesen einen Tag. Die Tore zur Hölle sind geöffnet. Die Welt versinkt im Chaos. 200.000 Tatarenkrieger reiten morgen. Nichts wird übrig bleiben von deinem stolzen Reich. Du gehst in die Geschichte ein, Sigismund. So wie du es immer wolltest. Aber als Narr, als... Lass die Toten. Unser Leben wartet in der Grenzfestung auf uns. Trudi und Hiltrud sind da. Ich kann nicht mit. Was soll ich nur machen, wenn du nicht wiederkommst? Noch gibt es einen Funken Hoffnung. Und ich werde ihn nutzen. Für uns. Weißt du, was die Tataren glauben? Nicht stirbt wirklich ganz.